Moin Giorno, Freunde des gepflegten Grillens. Wie fängt jede gute Grillparty an? Natürlich mit einem Appetizer, Starter oder Gruß vom Grill. Und ich zeige heute einen meiner Favoriten. Wir machen heute als Starter ein spanisches Chorizo con Sidre. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Und was wir dafür alles brauchen, Freunde, das seht ihr jetzt hier auf dem Brett. Ich finde es eigentlich gut, wenn man für einen Starter oder Appetizer gar nicht so viele Zutaten braucht und der trotzdem wirklich lecker ist. Wir brauchen heute Zwiebeln, die habe ich in Ringe geschnitten. Dann natürlich eine Chorizo. Das ist hier eine luftgetrocknete, keine frische, auch so in ja, knapp Zentimeter dicke Scheiben. Dann natürlich einen Cidre oder Cider. Ich habe jetzt hier eher einen herben, deswegen brauchen wir auch noch ein bisschen Zucker. Das schmeckt mal ein bisschen ab. Wenn ihr einen süßlichen habt, braucht ihr wahrscheinlich keinen Zucker. Dann noch ein bisschen Olivenöl zum Anbraten und nachher ein bisschen Deko, noch ein bisschen glatte Petersilie. Ich mache das Ganze heute auf dem Klappo und zwar auf meinem Dutch Master. Schöne Arbeit, liebe Freunde. Den Klappo habe ich hier schon mal gezündet. Falls ihr nicht wisst, was der Klappo ist, dann blende ich euch mal hier oben die Vorstellung von ein. So, jetzt legen wir mal los und geben schon mal ein bisschen Olivenöl rein. Das Olivenöl lassen wir mal schön heiß werden. Ich nutze heute eine Gusspfanne. Ihr könnt das Ganze natürlich auch im Topf machen, Dutch Ofen oder dergleichen. Das Öl ist heiß, dann geben wir mal die Zwiebelringe rein. Und die braten wir uns erstmal schön glasig an. Ich nutze heute weiße Zwiebeln. Ihr könnt natürlich auch rote verwenden, das geht auch wunderbar. Und während die Zwiebeln gerade weich werden, geben wir schon mal den Zucker hinzu. Das lassen wir noch mal so leicht mit karamellisieren. Die Zwiebeln, die sind mir jetzt ausreichend angedünstet, geben wir gleich Chorizo mit hinzu. Chorizo ist eine richtig fette Wurst, also da wird nicht mit Kalorien gespart. Die dürfen jetzt erstmal richtig schön ein bisschen ihr Fett auslassen. Es kommt jetzt schon ein richtig geiler Duft raus, Leute. Ich habe jetzt nicht die ganz große Pfanne, aber ich bin jetzt schon gerade überlegen, ob ich nicht doch vielleicht die größere genommen hätte, aber ich glaube, die Chorizo, die fällt auch gleich ein bisschen zusammen. Chorizo ist eine Paprikawurst und man sieht schon, wie schön sie ihre Färbung an die Zwiebeln abgibt. Sieht schon richtig lecker aus. Aber das muss noch ein bisschen. Circa 5 Minuten später, die Chorizo hat schon reichlich Fett gelassen. Ihr seht das, wie das hier schwimmt. Sie ist auch schon leicht angebräunt. Jetzt nehmen wir ein bisschen Fett davon raus. Ihr könnt das natürlich drin lassen, aber ich gebe da ein bisschen von weg. So, ein bisschen lassen wir uns drin. Das ist das jetzt, was ich rausgegeben habe. Nicht wegschmeißen, Freunde. In eine Mayonnaise rein. Richtig geil. Und nun kommt auch schon der Cider ins Spiel. Da füllen wir jetzt mal ein bisschen mit auf. Und löschen das Ganze ein bisschen mit ab. Und den Cider, den lassen wir jetzt richtig schön einreduzieren. Der gibt nochmal richtig schönen Geschmack ab. Das machen wir jetzt so lange, bis wir den ganzen Cider drin haben und das Ganze so eine leicht sämige Angelegenheit wird. Wenn es soweit ist, Freunde, seid ihr wieder dabei. Ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeitsprung. Schaut mal. Richtig schön eingekocht. Die Zwiebeln, die sind fast weggeschmort oder weggegart. Es wird schon so leicht sämig. Wir geben dem Ganzen jetzt noch so ungefähr 3-4 Minuten. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, damit es jetzt nicht anbrennt. Und dann kann auch schon gekostet werden. Ich habe eben schon mal probiert. Gewürze braucht das definitiv nicht mehr. Die Chorizo gibt so viel mit. Richtig klasse. Jetzt ist soweit. Jetzt geht es rüber an den Tisch und dann werden wir mal probieren. Und dann nehmen wir uns mal einen schönen Schlag davon. Oh, Freunde. Ein bisschen Petersilie darf auch nicht fehlen. Und dann werden wir das mal probieren. So sieht das aus.
Die Wurst, die Würze von der Chorizo kommt richtig super durch. Auch die Süße von dem Cidre, gut, ich habe jetzt noch ein bisschen Zucker zugegeben, weil es ein herber war, aber richtig runde Nummer. Würzig, pikant, Süße hintendurch, ein bisschen Schärfe. Dann habe ich hier natürlich noch Weißbrot dazu, das passt sehr gut. Und dann werden wir mal, ach, da stupse ich gleich mal hier rein. Einmal hier in den Sud, probieren wir das auch mal dazu. Freunde, macht das unbedingt mal nach. Das lohnt sich wirklich. Ein super Starter zu Beginn. Nicht viel Aufwand. Einfach ein bisschen Zutaten rein, den Cidre rein. Dreiviertel Stunde bis Stunde ungefähr ein bisschen einreduzieren lassen. Und dann hat man so ein tolles Ergebnis. So fängt doch jede Grillparty ideal an, oder? Ich finde jedenfalls schon. Wird eins meiner favorisierten Starter. Ich stehe da drauf. Wer sowas auch mag, da würde ich mich freuen, wenn der einen Daumen nach oben gibt und gerne unten noch einen wohlwollenden Kommentar dazu schreibt. Auf der Seite hier vorne würde ich mich noch über ein Abo von euch freuen. Und auf der Seite, da blende ich euch gleich zwei Videos zum Weitergucken ein. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao!